Hallo und herzlich willkommen zu den drei Bekloppten in Neverwinter. Woo! Yay! Hallo! Da sind wir wieder. Ja. So. Ja, lang ist's her. Lang ist's her. Mittlerweile ist das Spiel nicht mehr Beta. Nein, wir sind jetzt praktisch schon in der offiziellen Version. Ja, was aber auch nicht viel ändert, muss ich sagen. Egal. Heute wird Hardcore weitergequestet. Hardcore. Ja, wir zocken jetzt einfach mal weiter. Wir sind immer noch im Turmviertel dran und... Ja, wir haben keine Ahnung und folgen einfach mal dem guten Jasper. Genau. Ja. Also Panipota und ich sind planlos und Yamo hat die Ahnung. Turmviertel, ja? Jo. Nach Turmviertel reisen. So, na genau. Nach Turm... Ach, das sind wir. Komm. Nein, lass ihn in Ruhe. Komm. Ich musste mit dem gefreiten Lysorn sprechen. Scheiß musstest du. Sei nicht so zu mir. Okay, sorry. Okay. Was müssen wir tun? Mitkommen. Okay. Also ist bei dir gerade auch diese Nachricht da aufgepoppt? Wettbewerbe? Ja. Ja. Gut. Das gibt es nämlich in jedem Gebiet. Immer so kleine, ich nenne es jetzt einfach mal Minigames. Mhm. Wo du irgendwas suchen, sammeln musst oder du meinst Sachen. Die Relikt hat da, die Relikt, die Jager. Können wir mal kurz eine Sekunde warten, ich muss gucken, ob meine Facecam überhaupt an ist. Ja. Warte. Das ist warte. Schlecht. Das ist nicht mein Batman-Glas. Ja, ist an. Also haben gerade alle meinen Desktop gesehen. Gut, habt ihr alle die Nachricht bekommen? Welche Nachricht? Also, die Nachricht, die ich aufgesammelt habe. Also das Quest-Item meine ich jetzt. Ja, ich glaube ja. Gut. Was ist das denn? Ich muss hier eine Barrikade untersuchen. Echt? Ja, sicher. Was ist denn das? Das ist eine Feder, aber ich kann es nicht anwählen. Außer Sicht. Ja. Ah, hier ist auch noch eine Quest. Da müssen wir Feuerkäfer sammeln. Die habe ich schon. Psst! Feuerkäfer! Sammeln Sie auf dem Krämerplatz im Turmviertel 6 Elementarrüsselkäfer. Nichts lieber als das. Ja. Wo rennst du hin? Ich hab mal geguckt, ob das jetzt irgendwie weiter ausgeht. Ja, unser Healer stirbt. Ich weiß gar nicht mehr meine Attacken. Ah, ich weiß wieder meine Attacken. Der Healer stirbt nie. Der Healer stirbt nie. So, also wenn ich das richtig sehe, müsste das Sammelsystem auch für die komplette Gruppe gelten. Ja, galt es doch immer. Okay, gilt es nicht, schade. Nein, ich glaube nicht, weil jetzt ich kann hier nichts anwählen. Okay. Ja, bei manchen Sachen gilt das für die ganze Gruppe, aber jetzt gerade ist es irgendwie nicht so. Ich weiß auch nicht warum. Das ist ja schade, ne? Guck mal, wer schneller ist. Jetzt bist du gerade vor mich gesprintet, ich hab dich ausgewählt, du Blöder. Blöder Zwerg. Selber okay, lass mal den Zwerg dabei kloppen. Den Zwerg kann man auch in der Tasche stecken, den nimmst du auch an. Oh, der ist hardcore. Der ist easy, dann habe ich einen Mage Solo. Ja, aber der ist der hardcore Boss, der hier rumläuft irgendwie. Er ist ein Ogre-Wild. Ja. Ja, der war jetzt schwierig zu besiegen. Alleine schon. Das mag sein. Da muss ich aber auch sagen, es kommt immer auf die Klasse an. Also Mage ist es halt so easy, weil du den fast durchstammen kannst. Dauerhaft. Naja, kommt drauf an, ob man gegen den alleine oder in einer Gruppe kämpft. Ich habe den, also, mit einem Mage mal gemacht für ein Video. Fand ich den relativ schwer im Vergleich zum Trickser-Schurken. Für dein die ersten 10 Level in genau Reihenvideo von Neverwinter. Ja. Was auch von, wie hieß das Spiel nochmal? Diesem anderen MMO. Fällt mir der Name gar nicht ein. Drang's Prophet. Habe ich bestimmt auch gemacht. Nein, ich meine. Ja, irgendwie sowas. Ja. Ich habe gerade irgendwas Blaues aufgehoben. Ja, ich auch. Ich habe die Idee auch nur ganz frech von hier Playzone TV oder wie die Seite heißt. Ich hätte jetzt von Gronkh gesagt, aber... Nee, von Gronkh glaube ich nicht. Janik. Was? Was hast du bekommen? Schuhe, die bringen mir aber nichts. Ja, was für Schuhe? Das sind sehr schöne, die haben so einen kleinen Keilabsatz und Für welche Klasse? Dritte und vierte. Zweihandwaffenkämpfer. Was?
Why is the Spiel hanging? I don't understand. Huge. Aber diese kleinen Verstecke, die es da manchmal gibt, finde ich auch sehr schön gemacht. Ja, ist hübsch. Ja. Wo sind denn jetzt die Barrikaden, die wir noch untersuchen müssen? Du musst als einziger Barrikaden untersuchen, musst deine Klassenquest hier. Also. Au! Also ich finde es auch schön, da liegt immer ein Berg voll Gold auf dem Fußboden, also auf dem Boden halt. Drei Kupfer. Genau, das sind am Ende drei Kupfer. Warum hängt das Spiel denn bei mir manchmal so, wenn ich die Aufnahme anhab? Wobei, ich glaube, im fertigen Video hängt es nicht. Oh. Aber dann müsste meine Stimme ja versetzt. Das ist auch... Nee. Oh, da ist ein Feuerkäfer. Man müsste es doch jetzt eigentlich alle haben, oder? Ja, jetzt. Nein, ich habe noch... Mir fehlen noch zwei, sehe ich gerade. Hier ist einer. Guck mal. Interaktion konnte... Hört doch mal auf zu kämpfen, ich will ihn hier looten. Ja, ich will auch so einen scheiß Käfer haben, Mann. Du kriegst aber keinen Käfer. Ja, ich weiß. Alles meine Käfer. Tja, machst du nix. Wenn Shantimon und ich brauche noch zwei Käfer. Shantimon und Pumba lehrten mich schleimig, aber vitaminreich. Genau. Lust. Okay. So. Elementarkäfer. Ich guck schon. Oh, was ist das denn? Ein Ausspähungsstein. Krämerplatz. Ja, das muss auch ganz nass gehen. Ach so, ja, damit kannst du da drüber gucken. Das ist ja voll spannend. Ja. Ja. Nee, eigentlich nicht, aber gut. So. Gut, wir haben alles gesammelt, dann würde ich mal sagen, Quest abgeben. Ich brauche aber noch die Barrikaden, aber die sind woanders. Wo sind die denn? Im Nordwesten von uns. Ja, dann laufen wir da halt hin. Am Ende der Gasse. Ach, hier ist ja die Gasse schon vorbei, warte mal. Ja, wir müssen noch einmal außen rumlaufen. Ja, dann geh vor. Ja, okay, ich geh vor. Ja, dann geh doch vor. Ich geh jetzt schon vor. Gehst du endlich mal vor? Ich geh vor. Ja, dann geh auch vor. Okay. Zuck so und so. Zuck so. Ach, was machst du denn schon wieder? Arbeitssklaven töten. Die armen Sklaven haben es doch schon schwer genug. Ich erlöse sie von ihrem Leiden. Das ist nett. Mhm. Ja. Könnt ihr eigentlich auch hier rein? Da? Hier so? Nee, noch nicht. Die Quest haben wir noch nicht gemacht. Okay. Alter, wir sind eh ein bisschen zu hoch für das Gebiet. Fällt mir mal so auf. Ich bin ja noch gar nicht Level 14. Ja gut, dann bist du halt Level 13. Hat's auch nicht viel besser. Ja, weil... Ich meine zum Beispiel die Quests, die wir haben, die sind für 10 und 11. Nur so. Okay. Ja, bist halt zu hoch als zu tief, ne? Ja, klar, aber das wird jetzt eigentlich die ganze Zeit so sein, dass wir dann... Es wird dazu kommen, dass wir irgendwann ein Gebiet überspringen müssen. Oh mein Gott. Ich finde das echt schade, ich muss mit meinem Mage auch so ein Gebiet mit Wölfen überspringen. Das mache ich glaube ich immer noch mal nach. Wir überspringen hier gar nichts. Ja, wir müssen ja nichts überspringen, wir können ja einfach so. Ja, dann ist halt immer so die Sache mit den Gewölben, da kriegt man halt auch eine ganze Menge EP. Dazu noch, wenn man gut von jetzt PvP auslassen, aber allein die Gewölbe, das lohnt sich schon echt mal da reinzugucken, weil die super gemacht sind. So, also jetzt können wir zum Quest abgeben. Alles klar. Ah, Feuer tut ja weh. Genius. Naja, manchen Rollenspielen Genius ist das nicht so. Genius Chris strikes again. Ja. Ah, es gibt genug Spiele, wo das nicht so ist. Kannst du durch Flannen laufen, passiert nichts. Aber man testet es auch in jedem Spiel aus. Ja. Solange du das nicht real life testest. Feuer tut ja weh. Aua. Dann schlägt er das Feuer nochmal. Aua. Aus Rache. Hör auf, mich zu beißen. Das sieht voll nice aus hier, das Vor. Ja, das ist echt cool gemacht. Also, so stimmig ist es eigentlich in jedem Gebiet. Ja. Naja, die auch die Story dahinter, die ist eigentlich immer sehr nice gemacht. Das muss ich doch... Der Stil allgemein von Neverwinter ist geil.
Orks zurücktreiben. Führen Sie das eigenes Ork-Überfall? Ah, das haben wir doch schon mal gemacht, oder? Lieber Jas. Ja, das ist jetzt ein sogenanntes Gefecht. Ja, das haben wir doch schon gemacht. Haben wir? Haben wir beide schon gemacht, ja. Du erinnerst dich nicht an unser erstes Mal, wo wir dachten, es wäre PvP, aber es war kein PvP? Das haben wir hier gemacht? Ja, wir waren aber noch nicht hier. Ach so, wir haben uns da über die Warteliste angemeldet, oder? Ich habe gerade ein Level abgemacht und bin schon wieder ein Drittel. Ja. So, warte mal, neue Talente. Ich mach mal ein bisschen vom, hier Dingens. Maximale Trefferpunkte erhöhe ich mal. Ich bin ja so der Aushilfstank, habe ich das Gefühl. Du musst. Richtig. Und ansonsten sparen wir uns mal den Kraftpunkt. Kannst du nicht aufsparen, das bringt nichts, du musst die verteilen, sonst kannst du die nächsten Kräfte dann machen. Ja, stimmt. Du musst. Okay. Habe ich mir nämlich auch mal gedacht, dass ich mir die lieber für die wichtigen Kräfte aufspare, und das ist mir aufgefallen. Da unten sind halt verteilte Punkte, das heißt, du kannst die 15er Kräfte erst freischalten, wenn du auf 15 Punkte verteilt hast. Ach so. Was will er denn hier? Wächter von Gord, suchen Sie Gord Roundshield. Englische Nachname, was ist das denn für ein komisches Spiel? Aqua Sunsprite ist der beste Name ever, finde ich. Ja. So, Feuerkäfer abgeschlossen. Dankeschön, auf Wiedersehen. So, hier. Das ist unser Auftrag. Quartiermeister Zeug verkaufen. Oh, ich muss auch Zeug verkaufen. Laden. So, was kommt denn jetzt weg? Was braucht man? Braucht man die Altare? Nicht unbedingt, du kannst auch an jedem Lagerfeuer beten. Okay, ich habe nämlich einen gebundenen und 11 tragbare. Ach, ja, das ist halt der Vorteil, also wenn du wirklich jede Stunde beten willst, dann kriegst du halt auch mal den Buff und manchmal ein bisschen Erfahrung, Gold und Astraldiamanten. Ach, okay. Dafür sind die da. Genau, dafür sind die. Kannst du nicht einfach irgendwo hinstellen, dann musst du nicht am Lagerfeuer stehen. Das ist manchmal ganz nützlich, wenn man das halt für unterwegs machen will, aber nicht unbedingt notwendig. Ach so, ich dachte, die sind nur zur Heilung da, weil die heilen ja auch nach und nach ein bisschen. Ja, das ist auch die andere Sache. Also im Prinzip ist so ein Altar ein mobiles Lagerfeuer. Achso, ist übrigens gerade hier da, so steht einer. Was? Er hat irgendein Trottel hier ein Lager, hier ein Altar hingestellt, obwohl da hinten ein Lagerfeuer steht. Okay. Ich habe keine Ahnung, wer. Naja. Gut. Oh, warte mal. Ah ne, beschützender Kämpfer. Schade. Weil ich muss noch ein bisschen Zeug sellen hier. Ja. Also, welche Quests habt ihr jetzt, oder? Ich muss mal gucken, welche ich hier noch habe. Ich habe jetzt hier irgendwie Orks zurücktreiben, das ist ja das andere Ding. Ich muss noch zu... seltsame Verbündete, Kanalplanschen und Jagd der Relikte. Ich muss zur Händlergilde. Okay. Da, wo ich vorhin gefragt habe, ob ihr da schon rein könnt. Ja, dann müssen wir später. Dann müssen wir erstmal die. Ich glaube, das kommt nach Kanalplanschen. Hm. Ich würde mal sagen, die Relikt hat's und das Gefecht lassen einfach mal aus. Und ja. Würde ich sagen, laufen wir jetzt mal gleich da hinten hin und machen den Kanal. Wenn Yannick irgendwann mal fertig ist. Ja, ich bin hier noch am Tüdeln. Aber nicht mehr lange. Hier kann man ja auch Dingspakete kaufen. Also Gewölbepaket und so ein Kappes. So, ja. Ja, dann kannst du halt die, man hat ja eigentlich immer diese Klassenfähigkeit zum Looten, kannst du ja kaufen. So, von mir aus können wir. Warte, er ist ein Kopfgeldverwalter, warte mal. Ja, das ist auch noch so eine Sache. In jedem Gebiet gibt es irgend so ein Kopfgeldzeug, was du jagen kannst. Zum Beispiel, jetzt momentan sind das die Vielfalt-Insignien. Und die werden halt von den meisten Mobs in dem Gebiet gedroppt. Okay. Und dann kannst du die eben eintauschen. Oder einmal eine Quest dafür erledigen, pro Tag. Von einem dieser Verwalter. Ja, kannst du auch machen, aber... Ich muss einfach sagen, diese Siegel des Löwen oder generell, es gibt halt für die Stufen, diese Siegel, irgendwie Siegel des Löwen, Siegel des... Hast du nicht gesehen? Ja, das haben wir schon gesehen letztes Mal. Ja, aber die Items bringen alle nichts, also ich würde das nicht dafür eintauschen. Okay. So, was machen wir jetzt? Ja, nach Süden gehen. Okay. Also, die Items bringen schon was, aber man braucht dafür so viele Siegel, da müsstest du eigentlich halt mehrmals die Gewölbe abfarmen. Und wenn du, sag ich mal, Questen willst, also wenn du Questen auslassen willst, dann bringen die Items wieder was, weil da kannst du einfach die Gewölbe machen und kriegst darüber auch genug GP.
Was ist denn hier?